berichtet. Okay, Kinderkarts sind irgendwie eine weird Sache. Der Keks ist furztrocken gefüllt mit einer Milchcreme. Milchcreme. Naja, es gibt Geileres. Furztrocken klingt jetzt erstmal nicht so geil. Ach, hier waren wir, glaube ich. Ach, egal. Wir gehen Egal. trotzdem dahin. Auf der Map hier ist alles egal. Alles richtig. Das Haus blinkt da so komisch. Heißt das, dass der KI ist? Das heißt, dass der KI ist. Guck mal, da ist der Dampf. Verrückt. Also erst was rot blinkt da. Ja, genau, das bedeutet KI. Also glaube ich. Fällt mir gerade so ein bisschen auf, weil kaum andere Häuser blinken. Ja, also würde ich mir jetzt nicht unbedingt selber kaufen, diese Kinderarzt. Ich hab's gar nicht. Ja, also bei Milchcreme war ich raus. Milchcreme ist raff nicht gut genug. Nein, das ist nein. Boah, nice, wir müssen diesmal nicht 1000 Kilometer laufen. Das gefällt mir. Ein Tonmeter. Schön. Warum finde ich eigentlich hier die ganze Zeit nur Snipes, ey? Ich komme auf der Map gar nicht zum Snipen. Weißt du, was auch geil ist? Voller Klassiker. Mozartkugel. Mozartkugel kenne ich sogar. Ja, wie gesagt, ich esse nicht so viele Süßigkeiten, also ich kann da irgendwie nicht so wirklich von schwärmen, von irgendwelchen. Vor allem Schokolade, also ich mag Schokolade zwar durchaus, aber ich esse halt kaum Schokolade. Also ich kann da nicht so viel zu berichten. Bö, ich ziehe bei Raff ein, schreibt sie. Das ist meine Schokolade. Ich glaube, Raff versteht da keinen Spaß, wenn es um Schoko geht. Aber Musterkugeln musst du da mal gönnen. Das ist so ein Teil, weißt du? Dann nimmst du dir eine, dann bist du wieder gut für ein paar Tage. Du hast ein richtiges Genussgerät. Bist du dann die Genussmuschel? Safe call. Es ist schwarze Schokolade mit Marzipan und Pistazienfüllung. Marzipan. Ja, ich bin nicht so der Marzipan-Fan. Auf Saskanus. Du hast ja gerade gesagt, ein Stück und du bist dann erstmal für ein paar Tage bedient. Saskanus schreibt, was? Ich esse ganze Packung an einem Tag. Passt, nein. Ich habe ja noch anderes Zeug da. Ah, okay, ich verstehe. Das ist dann quasi immer so der krönende Abschluss eines naschreichen Tages. Ja, so nach Abendessen. Kleinen Käffchen, ein Mozartkübelchen. Safe, schreibst du mit Lachsmiley. Die Typen rechts haben wiederholt jetzt hier rumgeschossen. Ich glaube, die wollen Ärger. Aber ich bin mir nicht ganz sicher. Warum finde ich eigentlich kaum Aufsätze für meine MP? Die Hallen sind verwirrend hier. Ich weiß nicht, ob ich schon genug habe oder nicht. Also die Halle, in der ich gerade war, die war auch riesig. Hier ist noch ein Dreierskop. Ich habe noch gar selbst gar kein Dreierskop. Das ist mein Sieht so Dreierskop. easy aus von außen, aber von innen. Ja, er ist echt ein bisschen komplex drin. Aber nicht so komplex wie der scheiß Stripclub da in Sunhawk. Da komme ich klar, kenne ich mich aus. Stripclub kennt sich aus. Alles klar.
Links in der Hütte ist was, Raff. Welche Hütte? Die auf Nordosten. Kleine da. Ja, die blau-weiße, also mit dem blauen Strich. Geht down. Der andere ist gerade rausgeklettert. Oh, hinter mir ist der Wagen. Der ist auf der Straße, der Typ. Das Ich deine hab. Granate oder war das seine? Das war seine. Ich hab den voll nervös gemacht, als er mich hier oben sah. Oh nein, Boah, Detonator. das war auch nice. Also, das war perfektes Timing, als ich seinen Kollegen gedownt habe. Der ist gerade aus dem Fenster geklettert und dann habe ich den Typen den Headshot gegeben, sodass der down geht. Konnte ihn nicht direkt heilen. Das war schön. Und dann hast du ihn gut abgelenkt. Warum haben die alle keine MP-Aufsätze? Ja, war schon gut, aber. Du hast sie geholt, ich fand sie da, ich hab mal zugewunken hier. Du warst wichtig. Raff, stell dein Licht doch nicht immer so unter den Scheffel. Ja, ich hab aber nichts gemacht. Ach, Raff. Sorry, kleiner Niesanfall, ich war kurz müde. Gesundheit. Danke. Hier ist ein Störsenderpack. Sind auch echt geil auf der Map eigentlich. Erst Zone, wie sie noch eine Stunde looten. Nur noch mal schnell kurz gucken, ne? Weiß ja, wie das geht. Safe Wie das call. ist. Ja, kommt so eine Machine. Ja, echt jetzt, ne? Wir hier an den Zaun. Jo. Sí, señor, sí. Boah, ich gehe in den Container. Klassiker. Und wie ist es da, deine Blümchen da zu legen? Ich glaub, er hat einen Hund hingepisst. Ah, ich sehe was. Auf 100. Auf der anderen Straßenseite. Soll ich einfach mal ganz frisch probieren, eine Granate zu werfen? Die sehe ich nicht, das ist ein Zaun. Ja, du kannst doch nicht sehen. Ich habe da jetzt mal ganz frisch eine Granate hingeworfen. Die war, glaube ich, gar nicht so schlecht. Hier läuft noch was auf 160 auf der anderen Straßenseite. Ja, hinter dem Zaun. Die laufen zu der Granate, die ich geworfen habe. Das runter?
Ich habe gesagt, er hat einen Hund hingepisst. Könnt hier nicht auf die Container. Waren das? Auf 100 in der grünen Halle. Ich glaube, ein, zwei Team ist auch schon tot. Also. Theoretisch müssen wir da volle können. Also. Ich lauf, Müssen nicht, aber wir können. ich gucke links von denen zu sein, dann kannst du vielleicht rechts penetrieren. Okay. Penetrieren. Na, na, schönes Wort, ne? Ja. Denke ich aber bei dem Wort eher in einen anderen Kontext, aber okay. Nein, Hörst du die bitte. da noch laufen? Ja. Der ist direkt gestorben. Zehn Koffer, was hat denn der vor der Ball? Alter, ja, da war ich einiges vorgehabt. Gut, ich nehme mir dann ein paar mit. Hier bei 10 Koffern. Ich würde hier noch Granate einpacken. Nice. Boah, 10 Koffer, ey. Wie viel habe ich denn? 3? Die reichen doch voll. Das hoffe ich. Jetzt habe ich gar keinen Störsender mehr, egal. Fünf Gegner. Läufst du? Aktuell nicht. Bist du gelaufen? Ich habe mich gerade ein bisschen bewegt, ja. Hier vorne auf 165, so ziemlich in der Mitte der Zone, steht der Wagen. Ich stehe jetzt einfach nur rum. Ja, der steht da, der bewegt sich gerade nicht. Das MG dreht sich ein bisschen um auf dem. Auf dem Dach des Wagens, aber ansonsten passiert da nichts. Müssen wir hier noch eine Zone in dem Gebäude? Ich will eigentlich nicht im Gebäude bleiben. Hier ist doch ganz geil. Also hier auf, du siehst den von hier aus, auf 185 steht der. Wie gesagt, mitten auf der Kreuzung quasi. Pass auf, dass er dich nicht sieht. Der ist ja KI. Auf 115 kommt jetzt was. Das. Hinter dem Zaun ist der. Hinten auf Südosten sehe ich auch einen auf dem Dach. Also einer ist hier direkt am Zaun. In einem Container, glaube ich. Und hinten ist einer auf dem. Ja, der ist im Container. Boah, die Granate war ja viel zu weit. Warum ist er nicht down gegangen? Der stand in der Zone. Ich habe dem Headshot gegeben. Zwei Hits, glaube ich sogar. Boah, das ist der Wagen da mitten in der Zone steht, ne? Das ist hier so ein harter Arschweg, ey. Komm, wir gehen in das Stückchen Halle da, ne? Jo, können wir machen. Da kurz gucken, dass hier hinten keiner sitzt. Sehr gut. Nein, kletter doch nicht darüber, kletter da drauf, du Arsch. Ich hasse das.
Das zu erwarten ist. Also auf 75 dahinter der Hütte, denke ich, wird was sein. So wie ich da eben was gesehen habe. Es sind gerade zwei Typen ausgenockt von vier Gegnern. Ja, hinter der Hütte ist was. Jo, die sind tot. Der andere müsste rechts von uns sein, denke ich, oder? Ja, der muss rechts von uns sein. Der andere war ja links. Das war der Wagen. Sind wir in der Zone oder ist der in der Zone? Der liegt hier, glaube ich, direkt rechts. Kann das sein? Ich weiß es nicht. Der ist links. Der hat nicht mehr viel. Fuck. Mein scheiß Magazin leer. Kenn ich. Nice, haben wir noch ein Dinner geholt hier zum Ende. War ja gecallt. War ich gecallt. Nice. Easy, nicht gestorben. Cool. Die Runde war nice. 5 Kills hatte ich. Fanef. Ich hab keinen. Ja, du warst dabei. Du hast den einen Typen gut abgelenkt, der auf der Straße war. Ich hab schon gewonnen. Der war trotzdem eine gute Runde. Nice. Und Skanus hat das sogar gesehen. Nice. Ich bin ein bisschen beeindruckt. Endlich mal. Ja, endlich mal. Gut, dann ist morgen vielleicht. Schreibt ja, einfach. Ansonsten die nächsten Tage, ne? Falls wir uns erst ein bisschen später sehen, wir sitzen am auch mal Nachmittag schöne aus, Feiertage.